Ja, ganz herzlich willkommen zum Community Call des Kompetenzverbund Lernen Digital zum Thema digital inklusiv. Wie lassen sich Inklusion und Digitalität im Unterricht gemeinsam denken? Mein Name ist Anja Reiter. Ich bin freie Bildungsjournalistin und ich werde heute durch das Gespräch führen und moderieren. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ein paar organisatorische Infos vorneweg, bevor wir auch gleich ins Gespräch einsteigen. Ich werde mich ja gleich in Ton und Bild mit den drei Panelistinnen und Panelisten unterhalten, die ihr auch schon seht hier im Bild bei mir. Aber auch ihr zu Hause seid natürlich herzlich eingeladen, euch einzuschalten, in die Diskussion mit einzuschalten. Eure Mikros sind zwar stumm geschalten, aber ihr seid trotzdem herzlich eingeladen, euch im Chat zu beteiligen. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare und Fragen. Und ich werde sie im Laufe der Stunde in jedem Fall auch berücksichtigen und mit aufnehmen in unsere Diskussion. Außerdem darf ich noch Bescheid geben, dass dieser Call aufgezeichnet wird und im Nachgang dann auf YouTube zu finden ist. Dabei wird auch der Chat zu sehen sein. Das heißt, all diejenigen, die nicht wollen, dass ihr Klarname im Chat ersichtlich ist, würde ich an der Stelle bitten, dass sie sich nochmal neu einloggen, nochmal neu einwählen und dann eben mit einem anonymisierten Namen hier nochmal einloggen. Ja, zuletzt noch der Hinweis, im Community Call sind wir grundsätzlich per Du miteinander, einfach weil wir der Überzeugung sind, dass das kollegiale Du den Austausch fördert. Und so würde ich Sie und euch auch gerne einladen, dass wir das jetzt auch in dieser Stunde so handhaben. Und ich freue mich sehr, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ja, nun wollen wir aber erstmal wissen, welche Teilnehmenden, welche Zuhörenden heute bei uns den Weg in den Community Call gefunden haben, wer sich eben für unser Thema heute interessiert. Gern könnt ihr auch als kleinen Icebreaker sozusagen schon mal in den Chat reintippen, aus welcher Region, aus welcher Stadt ihr euch zugeschaltet habt. Manche haben das auch schon gemacht. Hallo Maren aus Harburg, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Zusätzlich zu dem Austausch über den Chat haben wir aber auch immer zwei kleine Umfragen für euch vorbereitet, die ich gleich mit euch teilen werde. Die erste Umfrage richtet sich nach dem beruflichen Feld, dem ihr euch zuordnet. Ihr solltet sie jetzt eingeblendet sehen. Ich sehe auch schon, dass ein großer Teil bereits teilgenommen hat. Gib euch aber gern noch einen Moment Zeit. Ja, und werde jetzt gleich nochmal die Ergebnisse mit euch teilen. Also welchen Feld ordnet ihr euch hauptsächlich zu? Mehrfachantworten sind natürlich möglich. Und jetzt teile ich sehr gerne die Ergebnisse mit euch. Und sehe leider an der Stelle, dass ich zumindest hier eine technische Schwierigkeit habe und die Ergebnisse nicht sehe. Vielleicht kann mir das Panel kurz aushelfen. Seht ihr die Ergebnisse? Ja, und zwar kommen 38% aus dem Bereich der Lehrkräfte. Das ist, glaube ich, die größte Summe. Okay, es ändert sich gerade noch mal ein bisschen. 20% aus dem Bereich Hochschule und Wissenschaft, um die 16% aus dem Bereich Zivilgesellschaft, 8% den Schulleitungsteams und ja, der Rest verteilt sich so ein bisschen auf Bildungsverwaltung, Schulträger und sonstiges. Vielen Dank, Maxi. Das ist doch perfekt, dass ich hier jemanden an meiner Seite habe, der mich unterstützt, weil ich die Grafiken tatsächlich bei mir im Browser nicht sehe. Nichtsdestotrotz wollen wir auch mit der zweiten Umfrage nochmal starten. Wer ist denn von euch zum ersten Mal dabei und wer hat auch schon an mehreren Calls, an mehreren Community Calls teilgenommen? Ich sehe, dass sich was tut, dass ihr zu Hause gut klickt. Bin jetzt gespannt, ob wir auch wieder Newbies dabei haben oder ob die allermeisten schon Community Call Erfahrung haben. Ich gehe jetzt auf Ergebnisse präsentieren, befürchte, dass ich sie wieder nicht sehen kann. So ist es. Deswegen, Maxi, nochmal die Einladung an dich, mir nochmal auszuhelfen. Wie ist das Ergebnis? Du bist noch stumm geschalten. Jetzt bist du zu hören.
Oder ansonsten auch gerne natürlich Daniel oder Marcel. Also wir haben 2/3 ungefähr Newbies und 1/3 haben das Format schon mal mitgemacht. Gut, vielen Dank. Jetzt haben wir auf alle Fälle einen besseren Eindruck darüber, ja, wer unter den teilnehmenden Zuhörenden ist. Und damit wollen wir auch sehr gern in unser heutiges Thema einsteigen, das Thema des digital inklusiven Schulalltags. Wir alle wissen, unsere Gesellschaft und damit auch unsere Schulen werden immer heterogener. Schülerinnen und Schüler bringen ganz unterschiedliche Hintergründe mit, unterschiedliche Erfahrungen, Talente, auch Einschränkungen. Und ja, wir wollen heute die Frage stellen, die Frage vielleicht auch in Teilen beantworten, inwiefern uns digitale Medien dabei helfen können, um Inklusion und Chancengerechtigkeit voranzubringen und zu fördern. In dieser Diskussion heute wollen wir sozusagen vom Großen ein bisschen ins Kleine gehen. Wir starten auf der Ebene der Schulkultur und fragen, wie eine Schulkultur aussehen kann, die die digitale Inklusion ermöglicht. Danach wollen wir eher auf die Mikroebene gehen, in die einzelnen Unterrichtseinheiten. Wie kann eine einzelne Schulstunde gestaltet werden, die individualisiertes Lernen und eben ein Lernen, das an den heterogenen Bedarfen der Schüler innen orientiert ist, ermöglichen. Wichtig dabei ist, dass vielleicht so als kleine Vorbemerkung, Inklusion verstehen wir dabei wirklich ganzheitlich, umfassend. Wir meinen, wollen da jetzt nicht nur Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, die eine Behinderung oder sonderpädagogischen Förderbedarf mitbringen. Also egal, ob Behinderung, Geschlecht, Herkunft, Sprache, Begabung, uns interessiert wirklich, wie eine Schule aussehen kann, an der alle Schülerinnen und Schüler gut und gerne lernen. Ja, und nun endlich darf ich euch zu Hause auch unsere Panelisten vorstellen. Maxi habt ihr ja bereits kennengelernt. Sie ist Sonderpädagogin und Lernbegleiterin. Maxi Neumann am Evangelischen Schulzentrum Martinschule in Greifswald, eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und ich würde mal sagen, so viel kann ich, glaube ich, an der Stelle schon verraten. Deine Schule ist schon sehr weit, wenn es darum geht, alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Möglichkeiten individuell zu fördern. Schön, dass du da bist, Maxi. Dann ist hier noch an meiner Seite Daniel Meile vom LISUM, dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Du bist dort Referent für sonderpädagogische Förderung und Inklusion und damit ein ausgewiesener Spezialist natürlich auch für das Thema, über das wir heute diskutieren. Schön, dass du zu uns gekommen bist, Daniel. Ja, hallo. Und als dritten Gast ist heute hier bei uns Marcel Feber. Er ist Professor an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Dein Schwerpunkt ist Pädagogik bei erschwertem Lernen unter besonderer Berücksichtigung inklusiver Bildungsprozesse. Und du bist, Marcel, auch im Lernen-Digital-Projektverbund DigiSchuku MPK aktiv, ein nicht ganz einfach auszusprechendes Akronym. Und dabei geht es eben unter anderem um die inklusive Schulkulturentwicklung mit Hilfe von multiprofessionellen Teams. Ja, was besonders auffällt, wenn man sich jetzt auch die Biografien, die Hintergründe von euch dreien anschaut, von euch drei Referentinnen, ihr alle habt auch einen sonderpädagogischen Hintergrund, bringt eben Erfahrung aus diesem Bereich mit. Marcel, was würdest du sagen, ist dieser Fokus auf Sonderpädagogik überraschend, wenn man mit Expertinnen über Inklusion spricht und was muss passieren, damit sich vielleicht auch mehr Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen mit diesem Thema auseinandersetzen? Wenn ich die einfache Antwort hätte, dann wäre das wahrscheinlich sehr einfach, da ganz viele tolle Publikationen rauszubauen. Wir alle haben ja gesehen, dass vor einigen Jahren mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention Inklusion in das deutsche Schulsystem oder in die breite Diskussion des deutschen Schulsystems gespült wurde. Aber schon vor 40 Jahren die Vordenkerin in unserem Feld quasi Behinderung oder sonderpädagogischen Förderbedarf als Brennglas gesehen haben, um auf Partizipation und Benachteiligung zu schauen. Und auf deine Frage zu antworten, im
Feld der Disziplinen, also im Feld der Wissenschaft, ist es meines Erachtens notwendig, sehr viel stärker vernetzt zu denken, dass wir weniger, und ich arbeite in einem Institut für Sonderpädagogik, ich habe eine Professur im Feld der Sonderpädagogik und Inklusion, dass wir sehr viel stärker mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Und in Bezug auf Schule, das sehen wir in Bezug auf die Realisierung von Inklusion, jetzt zum Beispiel auch in DigiSchuko-MPK, digitalisierungsbezogene und digital gestützte Schulkulturentwicklung durch multiprofessionelle Kooperationen in Ganztagsgrundschulen, habe ich das einmal jetzt auch untergebracht. Da sehen wir, dass es notwendig ist, eben auf die Vielfalt der in Schule Tätigen stärker zu schauen und genau auch darauf zu schauen, welche Potenziale bringen die unterschiedlichen erwachsenen Menschen mit, die nicht alle einer Profession angehören, sondern wie können wir uns committen darauf, dass Inklusion als gemeinsame Aufgabe der Schulentwicklung verstanden wird. Und wie können die unterschiedlichen Personengruppen ihre Expertise mit einbringen, sodass alle Kinder und Jugendlichen einen Platz haben, in dem sie sich weiterentwickeln können, in dem sie neue Erfahrungen machen können, die Welt erleben und in dem wir uns alle wohlfühlen. So, also letztendlich, dass wir stärker vernetzt sowohl in Wissenschaft als auch in schulischer Praxis arbeiten. Und ich glaube, dann kommen wir peu à peu immer weiter von dieser engen Fokussierung auf Inklusion, Sonderpädagogik und Inklusion wird dann hauptsächlich von den Kolleginnen vertreten, die irgendwie einen sonderpädagogischen Hintergrund haben, was wir ja hier auch haben, müssen wir auch kritisch sehen. Da kommen wir dann ein bisschen weiter davon weg und können den Fokus ein bisschen erweitern. Marcel, ich habe ja auch ein Vorgespräch mit dir geführt und da hast du auch bemerkt und einen Fokus ganz klar drauf gelegt, dass für dich das ein Thema ist, das auch eben ganz klar mit Schulkulturentwicklung zu tun hat. Warum ist Schulkultur aus deiner Sicht so zentral, wenn man eben an digital inklusives Lernen denkt? Und vielleicht plakativ gefragt, warum ist es eben nicht ausreichend, sich zu überlegen, wie man einzelne Unterrichtseinheiten didaktisch so aufbereitet, dass bedarfsgerechtes, selbstgesteuertes, individualisiertes Lernen möglich ist? Ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder. Da werden wir gleich auch noch dazu kommen. Wir brauchen das auch. Also zum Beispiel gibt es ja tolle Arbeiten vom LISUM, werden wir gleich auch nochmal kommen, mit Kooperationspartnerinnen, unter anderem von der Uni Leipzig und vielen Praxispartnerinnen. Maxi wird aus der Schulpraxis auch noch berichten. Wenn wir sehen, dass gerade wenn wir uns Ganztagsschulen anschauen, da sind so vielfältige Personen darin tätig, in einer klassischen Grundschule zum Beispiel, in dem DigiSchuko-MPK-Projekt, in dem wir uns da beschäftigen, sehen wir, dass in den meisten Grundschulen es ein Team vom Vormittag und ein Team vom Nachmittag gibt, die unterschiedliche Expertisen haben, die unterschiedliche Blickwinkel auf kindliche Entwicklung haben und die zusammenzubringen, und da eine gemeinsame Kultur des Blicken auf pädagogische Prozesse zu initiieren, das ist der Rahmen, um wirklich Inklusion zu realisieren. Und da können Digitalisierung und Inklusion Hand in Hand vonstatten gehen. Also wir sehen im Inklusionskontext die Forderungen, zum Beispiel, die es aus dem Index für Inklusion gab, dass Kulturen, Strukturen und Praktiken gemeinsam gedacht werden können. Aber wie soll das konkret umgesetzt werden? Also wie sollen beispielsweise die Lehrpersonen zusammen mit Menschen, die AG-Angebote machen, in Austausch treten? Wie sollen die dann gleichzeitig die kindlichen Perspektiven aufgenommen werden? Und wenn wir in einer Zettelwirtschaft verfallen, dann können wir diese vielfältigen Potenziale, die in Kollegien da sind, schlechter nutzen und schlechter bündeln. Und da kann gerade Digitalisierung wirklich Inklusion voranbringen. Und da sehe ich auch die größten Chancen in der Zukunft. Mhm. Jenseits auch von den Fragen, beispielsweise, wie kann eine Lernverlaufsdiagnostik digital erfolgen oder wie kann ein Logbuch digitalisiert werden. Das sind alles tolle Sachen, aber ich glaube, den Rahmen für eine Frage, welche Kultur wollen wir gemeinsam haben, das ist ein großer Entwicklungsbaustein für die nächsten Jahre in ganz vielen Schulen. Ja, wie diese Zettelwirtschaft beendet werden kann, welche Lösung es vielleicht da gibt und was ihr da auch im Kompetenzverbund aktuell entwickelt, darauf werden wir auf alle Fälle noch zu sprechen kommen. Ich möchte an der Stelle trotzdem mal einen Blick in die Praxis werfen zu Maxi, die ja auch an ihrer Schule tatsächlich eben schon ein gutes Stück des Weges gegangen ist. Maxi, eben wie gesagt, du bist Lernbegleiterin am Evangelischen Schulzentrum Martinschule. Die Schule wurde 1976 als Fördertagesschule
Tagesstätte für geistig behinderte Kinder und Jugendliche gegründet. Im Vorgespräch hast du gesagt, ihr seid dann quasi so den umgekehrten Weg der Inklusion gegangen. Was hast du damit konkret gemeint und was war für euch auf diesem Weg zu einer neuen Schulkultur, einem neuen Verständnis von Inklusion wichtig? Wir versuchen es gleich nochmal eben mit deinem Ton. Vorhin warst du anscheinend nicht ganz gut, so gut zu hören. Für mich bist du es jetzt zumindest schon. Also kannst du mich hören? Das wäre die erste Frage. Super. Und zwar den umgekehrten Weg in gewisser Weise auch ein bisschen vor dieser digitalen Schulkultur, also bevor das überhaupt so groß ins Rollen kam, wo haben wir hier parallel eine Grundschule aufgebaut, Kinder zu uns ins Boot geholt und sind jetzt da, wo wir sind. Also wir haben ein Schulzentrum, wo Kinder von Klasse 1 bis 12 hingehen. Wir haben in jedem Jahrgang 12 Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Für die sind wir auch die staatlich zugewiesene Schule. Und man kann aber bei uns alle in unserem Bundesland möglichen Schulabschlüsse erwerben. Also vom Abitur bis zum Förderschulabschluss ist alles dabei. Und insbesondere bis Jahrgang 9 versuchen wir es auf einem ganz engen, inklusiven Setting. Also da machen wir wenig Unterschiede, sondern wir gucken vielmehr, wie können wir die Kinder individuell fördern? Wie können wir diese Besonderheiten, diese Individualität radikal einfach auch akzeptieren und wertschätzen? Und ich glaube, da ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, der auch im Zeitalter von Digitalität eine große Rolle spielt, und zwar die Haltung der Lernbegleiter. Also klar, sie müssen irgendwie dran glauben, sie müssen sehen, dass es geht, aber sie brauchen die ganzen Werkzeuge, das ist super wichtig. Das versuchen wir im Kollegium über Mikrofortbildung uns gegenseitig immer wieder fortzubilden. Aber diese Grundhaltung muss da sein. Die muss da sein, wenn wir über Inklusion reden, und sie muss da sein, wenn wir über digitale Kompetenzen sprechen. Ihr arbeitet ja auch ganz stark in multiprofessionellen Teams zusammen, Klassenlehrerin, Integrationshelfer, Sonderpädagogin, Lernbegleiter, Fachlehrer. Wir hatten da schon über die Herausforderungen auch kurz gesprochen, was eben diese Zusammenarbeit beinhaltet. Der Austausch, der gelingen muss. Wie handhabt ihr das dann an eurer Schule? Wie gelingt dieser Austausch über Haltung, über konkrete SchülerInnen, über Unterrichtseinheiten, und hilft euch dabei vielleicht auch schon die Kultur der Digitalität? Nutzt ihr die schon? Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, dass wir einfach Zeit dafür haben. Wir treffen uns einmal wöchentlich in den Jahrgangsteams, in regelmäßigen Abständen auch in den Fachteams. Das sind feste Zeiten, die sind wie Unterricht fest geplant. Da hat man nicht die Wahl, auch gehe ich da heute mal hin oder lege ich mit einem Elterngespräch rein, sondern die machen wir. Und wir sind immer gut im Bilde über jedes einzelne Kind, weil wir beispielsweise Förderpläne digital führen. Wenn ich jetzt was beobachte aus einem anderen Kind vielleicht, weil ich mal in einem anderen Jahrgang zum Hospitieren bin, dann kann ich das sofort eintragen. Die Kollegen können sehen, welche Beobachtung habe ich getan, welche Schlussfolgerungen sehe ich vielleicht. Genauso, wir legen sehr viel Wert auf selbstorganisiertes Lernen. Die Kinder planen morgens ihren Tag. Und dann trage ich ein, okay, wer war denn bei mir im Unterricht und woran hat er oder sie konkret gearbeitet? Was hat er oder sie gemacht? Und genauso kann ich aber für meine Stammgruppe, sowas eine Art wie eine Klasse, auch jederzeit sehen, okay, Mensch, du, der Max, der war schon jetzt 5-mal bei Kurzgeschichten, aber irgendwie kam da nichts bei rum, warum denn nicht? Und kann mit ihm darüber ins Gespräch gehen. Haltung, Austausch, ihr seid an eurer Schule tatsächlich schon recht weit. Marcel, wie klingt es denn in deinen Ohren als jemand, der eben im Projektverbund auch Angebote entwickelt, um Schulen bei ihrer inklusiven Schulkulturentwicklung zu unterstützen? Ist das schon Status quo, was Maxi berichtet, oder sind sie da tatsächlich weiter als andere Schulen? Es ist ja kein Zufall. Und Maxi wurde ja auch ausgewählt, weil ihr ja schon sehr weit seid. Und das sehen wir auch in allen Schulbegleitungen. Wir sehen ja eine sehr große Heterogenität. Also in Projekten arbeiten wir dann beispielsweise mit Schulpreisträgerschulen zusammen, die ähnlich arbeiten wie ihr. Zum Beispiel eine Schule in einem anderen Projekt arbeiten wir damit zusammen, die was Ähnliches macht wie ihr. Aber viele Schulen haben eben einerseits die digitalen Zugänge so noch nicht etabliert und auf der anderen Seite auch eine andere Kultur. Also in diese Kultur des, wie wir in meiner Generation, bin ja schon ein paar Jahre aus der Schule raus und so weiter, ein paar Jahre auch als Lehrer raus,
dann oftmals noch so war, es ist meine Klasse und ich bin dafür verantwortlich, wenn es einem Kind nicht gut geht. So, und wir sind nicht alle dafür verantwortlich, dass es uns allen gut geht. Das ist halt sehr heterogen und ein Gros der Schulen, die ja auch stärker in einem Klassenlehrerprinzip verhaftet sind, die stärker auch noch in einem Fachlehrerprinzip verhaftet sind, denen fällt es oftmals schwieriger, genau diesen Austausch zu tätigen, dass ich dann auch mal über die Fachgrenzen hinweg, über die Klassengrenzen hinweg oder Lerngruppengrenzen hinweg einen Blick habe. Und das ist... mein Kollege Ferdi Stebner würde sagen, das ist sehr sexy so, ne, was ihr macht. Aber das ist nicht Standard für das Gros der Schulen, jedenfalls das, was wir in den ganzen Projekten wahrnehmen. Und da können wir auch von lernen eben. Und das ist auch, glaube ich, eine Aufgabe von Wissenschaft. Nicht, dass wir dahin gehen mit einem Datenvampirismus und reingehen, irgendwelche Daten rausziehen und dann hinter den Lehrpersonen sagen, ey, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz im Gegenteil. Also wir wollen eher auch in den ganzen Projekten eher lernen und Angebote schaffen, sodass wir die Potenziale, die in den Schulen da sind, nutzen. Weil es sind alles, wenn man ein Lehrerkollegium schaut, das sind gebildete, engagierte, zum großen Teil sehr engagierte Personen, da ist ein hohes Innovationspotenzial da. Und da kann gerade Wissenschaft das nochmal ein bisschen einordnen und vielleicht noch ein paar Vernetzungsimpulse geben. Aber ja, das ist eine Zielrichtung, klar. Daniel hat genickt eindeutig, als Marcel meinte, ja, das sind gebildete Menschen, aber es gibt noch Innovationspotenzial. Du hast natürlich am LISUM auch ganz, ganz viel und ganz, ganz stark mit Lehrkräften zu tun. Du hast im Vorgespräch berichtet auch von den vielseitigen Angeboten, die ihr habt am LISUM im Kontext von Inklusion und Digitalität. Ihr habt Angebote zu Autismus und digitale Bildung, KI und Inklusion, Diversität im Bereich KI. Aus deiner Sicht, wie werden denn diese Angebote nachgefragt? Hast du auch den Eindruck, dass das vor allem Lehrkräfte mit sonderpädagogischem Hintergrund sind, die sich dafür anmelden? Oder erreicht das Thema auch schon langsam die Breite? Mhm. Also das Landesinstitut ist ja jetzt nicht nur ein sonderpädagogisch-inklusionspädagogisches Institut, sondern ist ja sehr breit aufgestellt. Insofern bieten wir verschiedenste Angebote auch auf verschiedenen Ebenen an. Beispielsweise gab es in der letzten Woche eine Tagung zu KI und Demokratiebildung, was jetzt nicht mein sonderpädagogisch-inklusionspädagogisches Kernthema ist, aber man sieht es auf jeden Fall in der Breite. Und so funktioniert es auch ganz gut bei uns am Institut, dass wir uns da auch austauschen. Wir haben einen runden Tisch Inklusion, da treffen wir uns in regelmäßigen Abständen und besprechen inklusionspädagogische Themen. Genau, um diese Angebote auch in die Breite zu kriegen. Und ja, das wird auf jeden Fall angenommen. Insbesondere die digitalen Angebote oder die medienpädagogischen Angebote, die werden sehr stark angewählt. Also ich habe in 2 Wochen beispielsweise eine ausgebuchte Veranstaltung zu künstlicher Intelligenz und Inklusion, die ich durchführen werde. Also das Interesse ist sehr, sehr hoch. Und ich war vorhin auch hellhörig, als ich euch zugehört habe. Vielleicht ist einfach auch mein Vorteil, dass ich als letzter Redner dran bin, weil ich mich auf euch beziehen kann. Spannend fand ich zum Beispiel die Förderplan-App. Ich weiß nicht, was ihr da nutzt. Ob ihr das blind nutzt oder was anderes, was eigenes. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Das würde mich sehr interessieren. Und dann auch die... dass du gesagt hattest, Marcel, dass es nicht Standard an den Schulen ist, dass die so arg im Austausch miteinander sind. Das haben wir in unseren Veranstaltungen teilweise auch wahrgenommen, dass uns Schulen zurückgemeldet haben. Toll, dass wir hier die Plattform gehabt haben, einmal in den Austausch zu treten. Und deswegen bieten wir in unseren Fortbildungsveranstaltungen auch einen hohen Anteil an Austauschzeit an, dass die Kolleginnen und Kollegen hier ins Gespräch gehen können. Und ich sehe das ganz genau wie ihr. Da sind wahnsinnige Potenziale einfach in den Kollegien, die wir jetzt am grünen Tisch, am LISUM gar noch nicht mal bieten können, die einfach durch den Austausch untereinander ausgetauscht werden können. Ein spannendes Thema fand ich zum Beispiel die Oberlin-Schule in Potsdam, die hat uns damals berichtet in einer Veranstaltung, dass sie Mikrofortbildung anbietet. Das ist ein tolles Tool. Das heißt, sie machen ihre Lehrerkonferenzen und bieten am Ende der Lehrerkonferenz eine Mikrofortbildung an von 5 Minuten, 10 Minuten. Das heißt, eine Lehrkraft bereitet sich auf ein Thema vor und zeigt es den anderen. So, das sind so kleine Stellschrauben, wo man auch dieses Miteinander gut fördern kann oder dieses Miteinander zu guten Ergebnissen kommen kann, was wir auch in den Fortbildungsveranstaltungen so erfahren, die wir machen. Mhm.
Vielen Dank, Daniel. Ich würde gleich den Förderplan nochmal aufnehmen, weil es dazu auch von Siegfried im Chat eine Frage gab. Förderplan digital würde mich interessieren. Gibt es Beispiele? Also Maxi, gern nochmal an dich. Vielleicht kannst du das nochmal weiter ausführen. Genau. Ich erlebe es als große Ehre an unserer Schule, einen eigenen Systemadministrator, der kümmert sich genau um so eine Anliegen. Also die Kollegen haben gesagt, die Förderpläne wurden eigentlich nur geschrieben für die Akte und nicht als wirklicher Arbeitsgegenstand. Und das wollten wir gerne als Sonderpädagogik irgendwie ändern und haben erstmal auf eine ganz simple Weise das ins Schulportal integriert und entwickeln gerade die entsprechende Power-App dazu, dass das einfach noch viel leichter vonstatten geht. Und vernetzen das zum Beispiel auch mit der Förderverordnung in MV, also dass man danach gucken kann, okay, das Kind hat Förderschwerpunkt Hören, Mensch, kann ich oben auf den Förderschwerpunkt gehen und dann erscheint mir einfach die Website quasi dazu, wo Hinweise zum Nachteilsausgleich erscheinen. Da haben wir das Glück, dass er das für uns quasi geschrieben hat. Ich kenne Splint aber auch und finde, Splint ist ein ganz großartiges Tool, gerade wenn man als Schule quasi nicht diesen Luxus hat, den wir einfach genießen dürfen. Und Splint bietet da eine tolle Grundlage, um mit so einer digitalen Förderplanung erstmal überhaupt zu beginnen und als Schule zu gucken und Anregungen zu bekommen. Noch gleich eine Nachfrage, Maxi, an dich, erneut an die Praxis aus dem Chat. Nach welchen Prinzipien wird das eigenverantwortliche Lernen organisiert? Stichworte der pädagogischen Konzepte. Gibt es Unterschiede zwischen Naturwissenschaften und nicht-naturwissenschaftlichem Unterricht? Große Frage, kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht umfassend in 2 Minuten beantworten. Vielleicht gelingt es dir in deiner Antwort aber, eben das Thema Digitalität nochmal mit reinzunehmen und dann vielleicht vor allem darauf abzuzielen. Ich glaube, ich kann es am kürzesten damit beantworten. Also wir gucken, dass wir Prinzipien sehr individuell an die Kinder anpassen. Denn nicht jedes Paar Schuhe passt jedem Kind. Das wisst ihr, glaube ich, auch am besten. Und wir unterscheiden dabei jetzt nicht zwischen, oh, das ist eine Naturwissenschaft oder nicht, sondern bei uns ist es so, dass die Kinder zu Beginn einer Woche eine Wochenlernübersicht bekommen. Dort stehen die Ziele, die wir alle 12 oder auch manchmal in kürzeren Abständen, aber in der Regel alle 12 Wochen gemeinsam mit Eltern, Kindern und gegebenenfalls Fachlehrern vereinbaren drauf. Diese Wochenlernübersichten sind auch digital verfügbar. Die Ziele ändere ich zum Beispiel als Stammgruppenleitung. Das ist meine Aufgabe, dass ich gucke, dass sie immer auch wirklich aktuell sind. Und dann wird die quasi jede Woche automatisch auf die Wochenlernübersicht ergänzt. Dort kommen dann auch zum Beispiel Förder- oder Forderangebote drauf, damit das Kind weiß, okay, da habe ich vielleicht auch mal einen verbindlichen Termin oder da habe ich einen wichtigen Check oder so zu schreiben. Genau, und dann organisieren die Kinder sich hier in Morgenkreisen sehr selbstständig. Also die sagen dann beispielsweise, okay, heute war Montag, heute sind die Naturwissenschaftslehrkräfte besonders viel vor Ort, viele Experimentmöglichkeiten bestehen. Hier ist ein Kompetenzraster mit deinen Lernzielen und dann schauen wir mal gemeinsam, wie kannst du das jetzt am besten erreichen. Und dann gucken wir aber stark, was passt zu dem einzelnen Kind und versuchen uns dann nicht zu sehr darauf zu versteifen, in einem pädagogischen Grundprinzip zu bleiben. Ich denke, damit ist die Frage zumindest, was unsere Kürze angeht, ganz gut beantwortet. Wenn man über das Thema Inklusion und Digitalität spricht, kommt man auch nie an diesem Begriff des Digital Divide vorbei. Da hatten wir auch im Vorgespräch Maxi schon drüber gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie kann denn Digitalität und Inklusion zusammengedacht werden, ohne dass wir einen Teil der Kinder und Jugendlichen so auf der Strecke verlieren? Was ist denn dabei wichtig? Was muss man beachten? Welche Fehler darf man nicht machen, damit eben ja die Chancen vor allem genutzt werden und nicht noch mehr Kinder abgehängt werden? Genau, also ich glaube, was bei uns im Alltag immer wieder auffällt, ist, dass Kinder nicht unbedingt ein Verständnis dafür mitbringen, dass wir hier eine Online-, eine digitale Welt haben und eine Offline-Welt, sondern gerade im Bereich Kinder mit geistigen oder kognitiven Beeinträchtigungen sehen wir immer wieder, dass das vermischt. Die können das gar nicht klar trennen. Und ich glaube, wenn man das im Verständnis im Hinterkopf hat, dass man da den Kindern Handlungsrichtlinien oder Handlungsideen, Handlungskompetenzen dafür an die Hand geben muss, damit sie eben irgendwann Teilhabe erlangen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundbaustein. Frag mal am besten nach. Ja, genau. Das vielleicht als
ja, als Anmerkung aus der Praxis. Marcel, da würde ich dich auch gerne mal wieder mit reinholen. Wenn man über das Thema spricht, gibt es natürlich immer das eine Ende der Chancen, das andere Ende der großen Gefahren. Aus deiner Sicht, jetzt auch aus der wissenschaftlichen Expertise, was müssen wir nun richtig machen, damit wir eben digitale Medien auch mit der Heterogenität unserer SchülerInnenschaft, damit da alle die Potenziale ausschöpfen können und nicht am Ende ein Teil der Kinder überhaupt keine Skills mitbringt und die anderen alle Möglichkeiten nutzen können? Ich glaube, es sind auf verschiedenen Ebenen Aspekte zu berücksichtigen. Ich will erstmal bei den positiven Dingen anfangen und weniger auf die Hürden schauen. Also auf der Möglichkeitsebene, das sind Aspekte, zwei bekannte Stichworte aus der inklusiven Schulentwicklung können für uns da leitend sein. Das eine ist eine Idee des Universal Designs, heißt also die Frage, wie können Angebote barrierefrei gestaltet werden und wie können gerade auch, wenn ich das jetzt aus meinen engen, manchmal engen fachlichen Grenzen sehe, wie können Angebote gestaltet werden, sodass eine Teilhabe oder eine selbstbestimmte Teilhabe, eine Partizipation möglich wird. Und Angebote, die beispielsweise vielleicht für Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen gestaltet sind, können auch für andere Schülerinnen von Vorteil sein. Heißt also, wie können wir genau auch mit dieser Brille darauf schauen? Auch Stichworte wie leichte Sprache und so weiter, die wir gerade ja auch aus der Sonderpädagogik kennen, aber auch aus der interkulturellen Pädagogik kennen, dass wir die mit berücksichtigen müssen, damit die Spaltungsprozesse, die wir ja tagtäglich in den Medien sehen, nicht noch vonstatten gehen und dass wir in Schule da entgegenwirken können. Das ist der eine Aspekt. Das zweite ist, dass ich sehe, dass wir einen Entwicklungsbedarf dahingehend haben, wie wir geöffneten Unterrichtssetting digital begegnen können. Also wir haben viele Angebote, gerade im Kontext von Unterricht, aber auch von Förderplanung. Kurze Randbemerkung dazu. Ich bin immer etwas kritisch, wenn externe Anbieter Angebote gestalten und die Land auf Land ab dann verkauft werden. Mein klassisches Gegenargument gegen auch Schulbuchverlage, aber ich werde bei einzelnen Anbietern, die dann quasi der Hälfte der Schulministerien in Deutschland ein digitales Angebot verkaufen, werde ich immer etwas skeptisch. Aber das ist eine kurze Randbemerkung dazu. Komme ich da zurück. Die Frage ist, wie wir geöffnete Angebote Schulen zur Verfügung stellen und mit denen gemeinsam entwickeln. Heißt also, wir haben gute Tools dazu, wie automatisierte Rückmeldungen zu geschlossenen Aufgabenformaten gegeben werden. Wir haben aber wenig dazu, wie gerade in geöffneten Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Mathematik, wenn eine natürliche Differenzierung da ist, wenn forschenden Aufgaben da sind, wie wir da eine Rückmeldung digital geben können mittels KI. Da ist gerade viel Forschung gerade und Entwicklung gerade im Gang, aber da ist noch sehr viel notwendig, damit eben der Matthäus-Effekt, wer hat, den wird gegeben, nicht deutlich dadurch schlägt. So, und der Rahmen ist der, Ferdi Stebner sagt immer, es braucht eine Kultur, wie das Ganze eingesetzt werden kann. Zum Beispiel eine Kultur des selbstregulierten Lernens. Es braucht auch eine Kultur der Digitalität an einer Schule, wie wir mit digitalen Chancen umgehen und wo wir auch die Stolpersteine denen pädagogisch begegnen. Und dazu braucht es ein Commitment in der Schulgemeinde, wie wir, wann und warum wir digitale Möglichkeitsräume eröffnen oder eben auch eben hybrid arbeiten oder eben auch nicht digital arbeiten. Und dazu braucht es der Rahmung. Und das sehen wir in ganz vielen kleinen Mikroprozessen, aber das sehen wir auch in größeren Forschungskontexten. In größeren Forschungskontexten, in denen du auch unterwegs bist. Ich hatte ja schon gesagt, im Lerndigital-Projektverbund entwickelt ihr auch Angebote, um Schulen eben bei ihrer inklusiven Schulkulturentwicklung zu unterstützen. Konkret seid ihr gerade dabei, tatsächlich eine Plattform zu entwickeln, die den Austausch in den multiprofessionellen Teams nochmal erleichtern kann. Vielleicht kannst du uns da auch einen Werkstatt-Einblick geben, was
was im Speziellen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Grundschulen erstmal zu erwarten haben und ja, welches Problem diese Plattform dann auch lösen kann. Wir sehen es, dass ab 2026 es ein verpflichtendes Verpflichtung gibt zum Ganztagsausbau in Grundschulen. Das sehen wir. Also viele Grundschulen in Deutschland sind gerade herausgefordert, wie können wir einen Ganztag gestalten. Wir sehen gleichzeitig einen Personalmangel, wir sehen gleichzeitig eine Diversifizierung der Wege in den pädagogischen Beruf, wir sehen Studierende, die schon quasi Vollzeit oder Teilzeit unterrichten, wir sehen nicht professionelles Personal an Grundschulen, aber auch an vielen anderen Schulen. Und die Frage ist, wie können die in Austausch treten? Wie können die natürlich in Austausch treten über einzelne Lehr-Lern-Prozesse, was auch schon gesagt wurde, aber wie können gerade auch die Perspektiven miteinander vernetzt werden? Und da arbeiten wir an drei Standorten als Teilprojekt, als eine Community of Practice daran zusammen. Da arbeiten wir zur heterogenitätsbasierten Kooperationsentwicklung, Standort Bochum, Standort Oldenburg und Osnabrück und eben jetzt auch hier in Landau, dahingehend, dass wir Entwicklungswerkstätten mit Schulen machen. Was sind deren Bedarfe, die oben aufliegen? Und Ein Leiter von einem Ganztag sagte letztens, wir haben so viel Zettelwirtschaft, wir haben so viele Verwaltungsaufgaben, aber der pädagogische Fokus geht uns eigentlich immer verloren. Eigentlich die Entwicklung des Kindes, wie geht es den Kindern? Und wie können wir gewahr werden, wie es den Kindern geht? Und da sind wir gerade mit einem Dienstleister, der auch zum Beispiel die Stadtsache schon entwickelt hat, dabei mit Entwicklungswerkstätten mit Schulen gemeinsam angelehnt an den Index für Inklusion eine App zu entwickeln, wo eben die Kinderperspektive mit Voicemails, mit auch Bildern und auch den Perspektiven der in Schule Tätigen miteinander synchronisiert werden. Wir starten jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit den Grundschulen und das nächste Schuljahr wird sehr spannend und sollte 2026 Frühjahr, werden wir da wahrscheinlich etwas sehr Cooles dann anbieten können und wo dann auch mehr Schulen davon profitieren können. Ja, da sind wir natürlich alle gespannt. Vielleicht ist dann auch wirklich in so ein konkreterer Werkstatt-Einblick auf diese Plattform möglich. Maxi, wie klingt das? Ja. Kann vielleicht noch eine konkrete Sache, vielleicht ein Beispiel. Heute Morgen, Kollegin Anna Schwermann war heute in der Schule, in einer Schule, ich konnte leider nicht dabei sein. Und dann hatte das Team dort gesagt, ja, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben konkret eine Schülerin, die hat einen Todesfall und ist vielfältig herausgefordert. Die hat keinen Förderbedarf oder so, aber das ist doch das Beispiel. Manche Schülerinnen haben manchmal einen höheren Bedarf, pädagogischen Bedarf. Und wie können wir darüber in Austausch treten und die Schülerinnen ganz nah begleiten und auch den jeweiligen Perspektive der Schülerinnen mit einbeziehen? Und das vor lauter Verwaltung geht das verloren. Und da müssen wir einen Austausch haben, jenseits auch von Lesen, Schreiben, Rechnen, was auch wichtig ist, dass es allen gut geht. Weil ansonsten kommen Irritationen, Kränkungen, Schmerzen und die wollen wir vermeiden. Wir wollen ja ein Ort sein, wo es uns gut geht. Und das hatte uns gerade noch eine Schule heute Morgen uns ins Stammbuch geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Anker sein könnte. Vielen Dank auch noch für die Ergänzung und damit sind wir auch schon im sehr Konkreten und ich möchte jetzt zum Schluss hin auch wirklich so auf die wirklich konkrete Unterrichtsgestaltung nochmal kommen. Maxi, kannst du vielleicht ein Beispiel für eine aus deiner Sicht gelungene digital inklusive Unterrichts- oder auch Projekteinheit mitgeben, wo du sagst, da wurden wirklich die Bedarfe von allen SchülerInnen mitgedacht in ihrer Heterogenität, in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, damit man sich das auch einfach noch mal ein bisschen plastischer vorstellen kann, wie ihr an eurer Schule vorgeht. Genau. Ich würde gerne zwei recht unterschiedliche Beispiele bringen. Eines Morgenkreis, wo wir, na klar, feste Rituale haben und wo die Kinder aber in der Regel sich verbal äußern. Das klappt bei manchen nicht. Und das beste Hilfsmittel ist nun mal in dem Moment Technik. Also wenn wir Kinder an Taster, an Talker, an Ähnliches gewöhnen, dann schaffen wir auf einer ganz einfachen Ebene Teilhabe. Und Teilhabe, die wichtig ist, damit auch alle sehen, okay, dieses Kind ist auch Teil dieser Gesellschaft, unserer Gesellschaft. Und eine größere Unterrichtseinheit zum Beispiel ist
oder womit wir relativ erfolgreich sind, zum Beispiel, ist ein Gallery Walk. Wenn wir haben den zu einem Thema, lass es Amerika sein, gestaltet. Dort beschäftigen sich dann die Kinder anhand ihrer individuellen Lernziele und Kompetenzraster mit Teilthemen. Und es kann bei einem Kind, was das Abitur vielleicht anstrebt, durchaus sein, dass es außenpolitische, wirtschaftliche Zusammenhänge erläutert, eigenständig vielleicht recherchiert aufgrund der Materialien, die da sind, und sich darüber seine Lernziele erarbeitet. Und bei einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung beispielsweise ist es dann vielleicht eher viel kleinschrittiger gedacht. Also ich stelle vielleicht ein Land vor und dafür suche ich einen Namen des Landes und vielleicht drei entsprechende Bilder raus. Und beide präsentieren aber im Rahmen dieses Gallery Walks sehr offen und profitieren da voneinander. Klar versteht vielleicht das eine Kind nicht 100%, was das andere Kind dort erzählt, aber es erlebt, dass es Teil ist, und es erlebt auch, dass alle sich gegenseitig für die verschiedenen Inhalte interessieren. Genau, hier kommt im Chat auch der Beispiel Book Creator. Mhm. Da einfach unfassbar gute, niedrigschwellige Möglichkeiten. Und auch im gegenseitigen Lernen, finde ich, sind Learning-Apps einfach eine schöne Variante. Auch um sich gegenseitig beispielsweise jahrgangsübergreifend Apps zu einem Thema zu erstellen. Weil vielleicht ein Kind aus Jahrgang 7, genauso wie ein Kind manchmal aus Jahrgang 3, noch im Zahlenraum bis 10 rechnen und dort gemeinsam arbeiten. Also ich glaube, dass man einfach so diese ganzen Grenzen, die Lernbegleiter, Lehrkräfte da im Kopf haben, einfach ein bisschen überwinden müssen und Mut haben zum Individualisieren, Mut, die Ziele der Kinder an den wirklichen Lernschritten und Möglichkeiten zu orientieren. Mhm. Wir sind jetzt im sehr Konkreten, damit die Frage an die Runde und gern auch speziell an dich, Daniel. Gibt es aus deiner Sicht denn nochmal spezielle Apps, spezielle Programme, die man, wenn es jetzt um digital inklusives Lernen geht, ja auch den Lehrkräften da draußen an die Hand geben kann, damit die sich das auch nochmal speziell anschauen? Mhm. Also ich hatte ja vorhin wahrgenommen, es ging ja um Chancen und Gefahren, und da wollte ich nochmal dieses Fünf-Ebenen-Modell von Lea Schulz mit reinbringen. Die hat ja über fünf Ebenen versucht zu erklären, wie digitale Medien im inklusiven Setting eingesetzt werden, und hat das Ganze dann Diklusion genannt als Oberbegriff. Und in diesem Modell wird auch beschrieben, dass es halt Lernen mit, Lernen über Medien und Lernen durch Medien gibt. Also das kennt man ja, diese drei Begriffe vielleicht. Und ich sehe die Chance vor allem in diesem Lernen mit und Lernen über durch Medien, weil das ja in dem Unterricht halt als Werkzeug eingesetzt werden kann, als Lernmittel eingesetzt werden kann, als Inhalt eingesetzt werden kann. Und die Gefahren, da ist vor allem das Lernen über Medien auch sicher mit ein Punkt, wo auch über Gefahren gesprochen werden kann, wo sensibilisiert werden kann. Und da fand ich es ganz spannend. Wir haben im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, haben wir Unterrichtsbausteine entwickelt für den Einsatz im Unterricht. Und dort wurde immer wieder diskutiert, wie weit kann man auf die Metaebene gehen? Wie weit kann man das Nachdenken über Medien, das Reflektieren von Medien, vom Einsatz von Medien mit einbringen? Da war auch ein Thema war gewesen, ein Smartphone-Führerschein. Und dann war die Frage, wie sehr können denn Smartphones auch Schülerinnen und Schüler mit einem Förderschwerpunkt geistigen Entwicklung nützen, und was müssen sie dafür wissen? Also diese Themen haben wir uns angeguckt, und im Bereich KI und Inklusion, da fallen mir sofort Dinge ein wie die App Seeing AI oder Summer AI, die kann man sehr gut nutzen, um leichte Sprache zu erzeugen beispielsweise, oder die Seeing AI, das lädt man sich aufs iPad runter, und da kann man dann oder auf ein anderes Tablet kann man die Umgebung filmen, und bekommt man sofort ein Feedback, was dort gesehen wird, beispielsweise als nicht sehender Mensch. Ja, und auf der anderen Seite, im Bereich Autismus haben wir auch wahrgenommen, dass es halt auch sehr viel als Werkzeug eingesetzt wird, digitale Medien. Zum Beispiel, dass Autistinnen und Autisten ChatGPT nutzen, um Situationen nachzuspielen, um sich ein Feedback zu holen, ob sie richtig reagieren. Solche Tools genutzt werden. Und auf der anderen Seite Gefahren, dann aber auch wieder das Daddeln und die Internetsucht stehen, die insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit autistischem Verhalten ein Thema sein können, weil sie sich dann oft in diese Welt flüchten. Und da dem zu begegnen und dem zu damit umzugehen, ich denke, dafür ist auch Schule ein wichtiger Ort.
Vielen Dank, Daniel. Aus dem Chat kam gerade die Nachfrage, ob du denn vielleicht die Namen der Apps, die du gerade erwähnt hattest, nochmal teilen könntest. Ich denke, das wäre für alle hilfreich. Ansonsten denke ich, alles, was du gesagt hast, trifft auch insbesondere bei Maxi auf offene Ohren, weil für dich ja auch dieses Thema ja Medienkompetenz gerade bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein wichtiges Thema ist bei euch an der Schule. Du meintest ja auch, dass ihr euch da auch erst auf den Weg macht, nach Lösungen sucht. Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen und noch, da möchte ich dir noch die Frage mitgeben, wenn man über Digitalität und Inklusion spricht, ja, muss man vielleicht auch über einen veränderten Kompetenzrahmen sprechen. Wie müssen sich denn vielleicht auch die Rahmenpläne insbesondere zu digitalen Kompetenzen verändern, wenn wir die Inklusion wirklich leben wollen? Also welche digitalen Skills sind da wirklich relevant und treffen auch so die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler, speziell jetzt auch an eurer Schule? Genau, da sehen wir uns noch vor teilweise ganz großen Herausforderungen, weil gerade diese Kompetenzrahmen, ganz besonders der KMK zur digitalen Bildung, einfach gerade für diesen Bereich geistige Beeinträchtigung, kognitive Beeinträchtigung super erschlagend ist. Man, viele Lernbegleiter haben geschildert, Mensch, das kann ich gar nicht, kommt, mein Kind schafft kein bisschen davon. Dann, vielleicht braucht es ja dann gar keine Medienkompetenz. Und das ist genau der falsche Ansatz in dem Moment. Denn alle brauchen für eine Teilhabe in unserer digitalen Gesellschaft gewisse Grundkompetenzen und Voraussetzungen. Denn das Ganze ist ja kein Wahlmodul, sondern das ist Alltag, schon jetzt der Kinder. Also bei mir in der 8. Klasse, die haben alle ein Handy, auch wenn sie es nicht immer adäquat nutzen können. Und ganz besonders bei Kindern in diesem kognitiven Spektrum sehen wir, dass dort beispielsweise Themen wie Cybermobbing viel früher, viel krasser treffen, weil sie einfach noch gar nicht gelernt haben, Nein zu sagen in dem Sinne. Sie ist es schon fast eine wahnsinnig große Lernaufgabe, im realen Leben zu begreifen, okay, nein, ein fremder Mann darf mir nicht zwischen die Beine fassen. Das geht nicht. Und da ihnen das irgendwie in der digitalen Welt quasi auch nochmal nahe zu bringen, zu zeigen, okay, auch hier gibt es Grenzen und dein Körper ist dein Körper, du darfst Nein sagen, du hast Rechte, aber du hast auch Pflichten. Also, und parallel dazu beschäftigt uns hier ganz stark die Frage, wie können wir ihnen eine gesunde Mediennutzung vermitteln? Wir sehen, dass gerade Kinder aus eher sonderpädagogisch geprägten Hintergründen Medienkonsum quasi Open-End haben. Von zu Hause gibt es entweder die restriktive Regelung gar keine Medien oder gefühlt nur Medien. Und dazwischen gibt es echt wenig bei uns im Alltag. Und da einen gesunden Umgang zu finden, dass digitale Medien eben eine Möglichkeit zur Wissensvermittlung, zum Wissenserwerb sein können und nicht nur zur Unterhaltung und Kommunikation dienen, ist da eine ganz wichtige Aufgabe. Genau, ich selber habe mich da ein bisschen mit der Uni Greifswald auf den Weg gemacht. Wir gucken gerade uns das Kompetenzraster der digitalen Kompetenzen der KMK unter dem Gesichtspunkt kognitiver Beeinträchtigung an, haben dort eine größere Umfrage gemacht und eine kleine Studie quasi dazu und haben geguckt, okay, welche Kompetenzen sind denn wirklich alltags- und zukunftsrelevant aus der Sicht von Personen, die direkt mit diesen Kindern zusammenarbeiten. Genau, aber da sind wir noch auf dem Weg und brauchen, ähnlich wie Marcel in seinem Forschungsprojekt, bestimmt noch mindestens ein Jährchen, um da was vorzuzeigen. Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch ein paar Fragen aus dem Chat auch aufnehmen. Nochmal eine Frage an dich auch, Maxi. Wir Realschule Plus als Schwerpunktschule möchten im nächsten Jahr mit Lernbüros starten, haben aber noch Schwierigkeiten, dies für unsere Förderschüler umzusetzen. Könnten wir mal hospitieren an dich und angeschlossen auch an Marcel, ob du vielleicht einen Tipp hättest, was dieses Thema angeht. Wer möchte zuerst? Ich kann ganz kurz antworten und würde dann Marcel die Bühne überlassen. Yeah. Gerne. Bei uns kommen viele Hospitanten. Wir sind eine offene Schule. Wir freuen uns immer, wenn wir in den Austausch kommen, weil es einfach auch nochmal neue Blickwinkel für uns bringt, wenn andere Personen bei uns hospitieren. Und herzliche Einladung auch an alle anderen. Wir freuen uns. Ich habe meine Mail in den Chat geschrieben. Kommt gerne. Und lasst uns in den Austausch gehen darüber. Das Hospitieren ist ja das Beste, wie wir uns die Welt erschließen können und neue Impulse bekommen können. Kolleginnen, die vielfältige
Entwicklungsaufgaben gemacht haben, die haben immer davon berichtet, wie bereichernd das Ganze ist. Mir ist spontan neben eurer Schule, Maxi, natürlich, und sind mir noch 2, 3 weitere Schulen eingefallen, unter anderem die Gesamtschule Münster-Mitte, die hat vor 2 Jahren auch den Deutschen Schulpreis bekommen, gerade für die digitalisierungsbezogenen Angebote. Eine inklusive Gesamtschule, die wirklich sehr innovative Lernbüro-Settings aufgegleist hat, die ins digitale Zeitalter transferiert hat. Und da könntet ihr mal schauen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und gerade in Bezug auf Öffnung von gerade auch Sekundarstufen, Settings und so weiter, immer auch beim Sport oder beim Kochen oder dergleichen zwischendurch vielleicht auch mal ein paar Videos von Ferdi Stebner anschauen. Der hat einige Impulse da, die er aus Schulen mitgebracht hat. Und es gibt ja auch vielfältige andere Impulse so an tollen Schulen, die wirklich ganz großartige Arbeit machen. Ob das jetzt Köln-Hohlweide ist oder dergleichen. Wirklich ganz tolle Kolleginnen. Daniel, hast du da vielleicht noch was zu ergänzen, als jemand, der natürlich auch an viele unterschiedliche Schulen einen guten Blick hat? Im Berlin-Brandenburger Bereich könnte ich die Regenbogenschule in Hennigsdorf empfehlen. Die macht sehr viel im Bereich Medienbildung. Eine Förderschule, die sich dem gemeinsamen Unterricht geöffnet hat, also quasi Inklusion umgekehrt. Da wäre vielleicht die Hildebrand-Schule noch zu benennen. Genau, die 2 Schulen. Das sind jetzt ja ganz, ganz viele Schulen, an denen man sich auch umschauen kann. Sabrina will noch wissen, gibt es schon erste verfügbare Ergebnisse aus den Studien, die durchgeführt wurden? Ich nehme an, Marcel, dass die Frage jetzt vor allem an dich gerichtet ist. Es gibt zu unterschiedlichen Kontexten ganz vielfältige Forschungsergebnisse. Zum Beispiel gibt es sehr breite Forschungsbasis zu digital gestützten Lernverlaufsdiagnostik und dergleichen. Das gibt es. Zum Beispiel Kollege Geppert oder Souvenir und so weiter, die dann auch nochmal geschaut haben, wie und wann das gut eingesetzt werden kann. Zu den Fragen der Kooperationsentwicklung und der auch der Schulkulturentwicklung gibt es relativ wenig in Bezug auf Digitalisierung und Inklusion. Es gibt in Bezug auf Digitalisierung tätige Sachen, unter anderem eine Kollegin aus Braunschweig, Julia Gerig, die dann sehr breite Forschung dazu gemacht hat, die dann nochmal herausgearbeitet hat, dass es immer eine Ungewissheit braucht. Also diese Ungewissheit, die wir in Bezug auf Kinder und Jugendliche haben sollen. Also wir wissen gar nicht genau, was jetzt als nächstes kommt und nicht in den vorgefertigten Mustern zu verfahren. Dass das Gleiche auch in Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen sehr wichtig ist. Das ein zentrales Learning, was ich immer dabei rausgenommen habe bei Julia Gerig, sind auch tolle Vorträge auch von ihr zu sehen, kann man einmal nachschauen. Das ist wirklich großes Kino. Ich möchte damit auch zu einer ganz kurzen Schlussrunde mit euch kommen und euch eine Frage für die Schlussrunde mitgeben. Was kann denn jede Lehrkraft, jede Lehrer, jede Lehrerin da draußen sofort ändern, um vielleicht so die eigene Schule ein Stück weit digital inklusiver zu machen? Also kann jetzt die ganz großen Fragen betreffen, die die Kultur angeht oder vielleicht eben auch die eigene Unterrichtsgestaltung. Marcel nickt schon, deswegen würde ich dich jetzt als allerersten mal fragen, was wäre denn deine Antwort darauf? Ein zentraler Anker ist, dass wir darauf schauen, welche Potenziale haben wir im Kollegium. Wir schauen ganz häufig auf Defizite im Bildungssystem, ob an der Universität und in anderen Bereichen auch. Aber dass wir darauf schauen, welche Potenziale haben wir im Kollegium, welche Kompetenzen sind da und das auch jenseits von irgendwelchen Studiengängen, die absolviert wurden, die wir nutzen können. Und wie können wir das gemeinsam in einen gemeinsamen Rahmen bringen? Heißt also, in der Begabungsforschung sagt man, so mit der Flut steigen die Schiffe. Wenn wir einen Bereich fördern, sind die anderen Bereiche
werden da profitieren auch davon. Und genau darauf zu schauen, als Teil des Kollegiums, was habe ich im Kollegium, welche Kompetenzen sind da, wer hat welche Erfahrungen gemacht, wie kann ich davon profitieren, zum Beispiel im Rahmen von Mikrofortbildung oder von Nachfragen, wie machst du das? Das ist, glaube ich, der entscheidende Anker, damit ich jetzt nicht das Rad alles neu erfinden muss, sondern gestärkt, selbstwirksam, zufrieden im System Schule arbeiten kann. Vielen Dank, Marcel. Also ein eindeutiges Plädoyer auch für mehr Mikrofortbildungen, für mehr Austausch auch im Kollegium. Daniel, was wäre denn deine Antwort darauf? Was kann denn jetzt sofort wirklich auch an jeder Schule umgesetzt werden, um einen großen Schritt weiterzugehen in Richtung digitale Inklusion? Im Grunde kann ich gar nichts Neues sagen. Also ich denke auch, Kooperation, miteinander reden, einander zuhören. Ich habe letztens wieder eine Veranstaltung gehabt, da ging es um Ausstattung. Also Ausstattung ist ja auch mal ein Riesenthema an Schulen und wir sind schlecht ausgestattet. Wir können das gar nicht umsetzen, was sie uns hier alles vorschlagen. Stampft das doch ein, den Plan, den ihr da gemacht habt. Also solche Feedbacks bekommt man dann. Dann gibt es ja eine Person in so einer Runde, die dann sagt, aber wir haben das so gemacht und das ist so und so und so. Also das kann natürlich ein Leuchtturm sein. Leuchtturme können auch als negativ wahrgenommen werden. Das muss man vielleicht ein bisschen differenziert sehen. Aber ich denke, gute Beispiele und die multiplizieren, indem man miteinander redet und einander zuhört, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in Richtung digitale Inklusion. Und Inklusion heißt ja auch, alle mitnehmen, insofern mit allen reden, auch vielleicht die ja jetzt noch nicht so überzeugt sind. Ja, das Miteinander reden, da hat sie mir heute auch auf alle Fälle schon einen Schritt, den haben wir schon wieder getan in die Richtung, haben auch viele gute Praxisbeispiele geteilt. Aber jetzt würde mich natürlich auch noch Maxis Antwort interessieren. Was würdest du da mitgeben wollen? Was kann sofort umgesetzt werden? Also Marcel und Daniel haben da schon ganz tolle Punkte genannt. Und ich glaube, wenn man Vertrauen hat in seine KollegInnen, aber auch in seine SchülerInnen, die können schon ganz viel, und zwar beide Seiten. Ich muss nicht jedes Problem alleine lösen. Ich muss das auch gar nicht alles jetzt können. Das ist auch überhaupt keine Schande, wenn ich Sachen noch nicht kann. Denn ich kann sie ja noch nicht. Und ich glaube, wenn man mit der Haltung da rangeht und ein bisschen Vertrauen in die eigene Umwelt quasi hat, in die Menschen, die einen umgeben, dann kann man ganz viel voneinander lernen. Aber ich glaube auch, dass die Kinder da ein ganz großes Potenzial haben. Klar sind sie vielleicht noch keine kompetenten Mediennutzer. Aber wenn man jetzt Sorge davor hat, Medien einzusetzen im Unterricht, dann würde ich mir die Kinder ins Boot holen und überlegen, okay, welche Tools können wir vielleicht gemeinsam nutzen? Welche passen denn jetzt zu unserer Lerngruppe eigentlich? Und da kann man ganz niedrigschwellig anfangen, gerade irgendwie Kahoot oder Mentimeter sind Sachen, die kann man super schnell einfach in den Unterricht mit einbeziehen. Und dann würde ich sagen, hey, wie schaffe ich meinen Unterricht, meine Lernziele für die Einzelnen zu erreichen oder die Lernziele für die Einzelnen zu erreichen, ohne jemanden zurückzulassen, ähnlich wie Daniel schon sagte. Denn wir dürfen gerade, also ich finde, das ist eine der Hauptaufgaben von Inklusion, niemanden zurücklassen. Da kann man einfach gucken, okay, wie können wir vielleicht helfen, dass mir das viel leichter gelingt. Vielen herzlichen Dank für eure Schlussstatements und ihr habt mir die schwierige Aufgabe damit auch abgenommen, pünktlich aus diesem Call rauszugehen, weil ja normalerweise wird dieser Raum dann auch um 17 Uhr geschlossen und mir das Wort abgeschnitten. Insofern habe ich jetzt noch entspannt Zeit für meine abschließenden Worte. Ja, danke vor allem an die Teilnehmenden heute hier bei mir auf dem Panel. Ich habe sehr viel mitgenommen darüber, wie man digitale Medien einsetzen kann, um junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen optimal zu fördern. Vielen Dank aber auch an die vielen Fragen im Chat. Auch da hat der Austausch ja wunderbar geklappt an Praxisbeispielen, an Apps. Ich habe wirklich den Eindruck, dass da viele auch was für sich mitnehmen konnten, auch an Input für geplante Bachelor-Projekte und Forschungsprojekte. Vielen Dank, dass ihr da auch so rege dabei wart. Ja, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, was jetzt neue Termine, neue Veranstaltungen, weitere Themen angeht, abonniert gern den Newsletter, schaut auf der Website vorbei oder schaut auch eben auf den Social-Media-Kanälen des Kompetenzverbunds Lernen Digital vorbei.
Und ja, damit von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und noch einen schönen Feierabend und Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao, danke an euch. Tschüss, vielen Dank.